Der Reichsführer führt aus, dass man, nachdem Deutschland und Italien dahingehend übereingekommen seien, die reichs- und volksdeutsche Bevölkerung Südtirols in die Reichsgrenzen aufzunehmen, jetzt an die praktische Lösung dieses Problems mit aller Kraft herangehen wolle. Die Abwanderung von Volksdeutschen ist freiwillig. Alle Volksdeutschen haben bis zum 31. Dezember 1939 in ihrer Heimatgemeinde Comune di Origine eine verbindliche, endgültige Erklärung abzugeben. Bei Nichtabgabe dieser Erklärung innerhalb der festgesetzten Frist gilt als endgültiger Willensausdruck, die italienische Staatsangehörigkeit zu behalten. Ich bin Dableiberin. Ich bin heute hier, weil ich möchte, dass die Jugend erfährt, was Diktatur und Fanatismus den Südtirolern angetan hat. Wer sind die Dableiber? Falsche Christen. Alte Weiber. Egoisten. Hurentreiber. Warme Brüder. Schlechte Pfaffen. Weltbastarden. Ein paar Grafen. Einige mit viel Millionen. Wie war das in der ersten Klasse Volksschule? Hat immer zwei Lehrerinnen gehabt, die Schwestern gewesen sind. Und bei denen haben wir ganz gut gelernt. Das ist ganz gut gegangen. Aber in der vierten, nachher sind wir ein Lehrer, der Giacomo, gekommen. Und der ist ein ganz schwarz ungelegt gewesen, gleich wie der Duce. Und hast du gern Italienisch gelernt? Nein, eigentlich nicht. Wer sind die Auswanderer? Antichristen! Glaubensfeinde! Kommunisten! Feige Schweine! Arme Teufel! Wenig Reiche! Landesverräter sondergleichen! Mein Vater hat für hinauszugehen optiert und das haben wir auch 1940 sozusagen losgezogen. Wir sind sechs Kinder gewesen. Dann haben sie nach Tschechien hinübergeführt. Da sind wir da oben gekommen. Und die Tschechen, die Besitzer, können Sie sich vorstellen, das kann man heute nicht einmal begreifen. Die haben wir ausgegeben von den eigenen Besitz. Und wir sind als Eindringliche eingesessen und da haben gearbeitet. So ist das mit der Option gewesen. Das war eigentlich. Eigentlich war es ein Scheidungsvorgang. Man hat sich scheiden lassen von der alten Heimat. Heute, wenn ich das so betrachte, tragisch.